Einige von euch haben ja gesehen, dass ich einen Granny-Ball gemacht habe, in den ich sehr verliebt bin. Und die Frage kam auf, wie ich den zusammengehäkelt oder genäht habe. Und das möchte ich euch jetzt anhand einer ganz tollen verschwindenden Naht zeigen. Ihr seht hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass man im Grunde nur die beiden nebeneinander liegenden Maschen sehen kann. Also das V von der Masche und das V von der anderen Masche. Aber man sieht eigentlich keinen Faden vom Vernähen. Es ist nicht dick beim Übergang. Ja, und diesen kleinen Trick möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das verschwindet im Grunde vollkommen. Man sieht hier das V von der rosa Farbe und das V von der hellen Naturfarbe. Und das ist eigentlich ganz toll zum Zusammennähen von Grannys aller Art. Hier habe ich jetzt 12 Fünfecke gemacht und habe sie dann praktisch immer an den Kanten zusammengenäht und ja, habe daraus einen kleinen Ball gemacht. Eigentlich gibt es mehrere Anleitungen auch. Man kann auch Dreiecks-Grannys machen. Das ist eigentlich ganz egal. Und ich zeige euch jetzt, wie man das schnell und unkompliziert zusammennähen kann, ohne sichtbare Naht. Ich verankere das jetzt einmal hier pro forma. Ich würde natürlich im Leben jetzt keinen rosa Faden nehmen. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie einfach das ist und wie dieses Garn dann im Grunde verschwindet. Ich habe jetzt hier mal angefangen. Ihr seht ja hier, ich hoffe, man kann es sehen. Ich weiß nicht, wie scharf das nachher zu sehen ist. Ich lege jetzt praktisch so Maschen nebeneinander, die auch gut zusammengenäht werden können, sodass das Ganze dann aufeinander passt, dass sich das nachher nicht verzieht. Und würde jetzt mal 5 Maschen zusammenhäkeln. Man kann das ganz gut auch so nebeneinander runterlegen, nur dann könnt ihr nichts mehr sehen, deswegen halte ich das ein bisschen hoch. Ich bin jetzt praktisch aus dieser Masche herausgekommen, und zwar aus der innenliegenden Schlaufe. Ich mache das jetzt mal so und steche dann auch gegenüber nur in diesen innenliegenden Faden von diesem V. So, dann würde ich die nächste Masche nehmen. Ich hoffe wirklich, ihr könnt das sehen. Das wäre von diesem V wieder die innenliegende Masche oder die innenliegende Schlaufe. Und genau gegenüber auch wieder in die genau gegenüberliegende, innenliegende Schlaufe. Also dass man das Ganze, man kann es sich so hinlegen, dass immer die Vs gegeneinander liegen und dass man dann immer innen einsticht und auf der anderen Seite auch wieder nur in der innenliegenden Schlaufe wieder rauskommt. So. Gott, wie verhärtet sich das Ganze hier? So, dann zieht ihr nicht so stramm an. Das kommt alles noch. Ich will nur, dass ihr einmal sehen könnt, wie sich das Ganze verhält. Ich würde jetzt hier wieder reingehen. Man sieht das V. Gehe hier rein und komme genau gegenüber hier wieder raus. Ich mache das Ganze jetzt noch einmal und dann ziehen wir das zusammen und dann könnt ihr sehen, dass das ziemlich verschwindet. Ich hoffe wirklich, das ist gleich nicht unscharf, weil ich so dicht dran halte. Also man sieht hier diese Masche, das ist ja wie ein V auf dem Kopf jetzt. Dann steche ich nur in die innenliegende Schlaufe und komme gegenüber, auch nur aus der innenliegenden Schlaufe von dem V, das jetzt bei diesem Granny nicht auf dem Kopf ist, sondern richtig rum, komme ich wieder raus. So, ziehe leicht fest. Jetzt sind die so aneinander. Nun ziehe ich den Faden natürlich nicht so stramm, dass die Grannys sich verziehen, aber doch so, man hätte jetzt ja auch einen weißen Faden. Aber doch so stramm, dass das Ganze dann verschwindet. Natürlich seht ihr jetzt hier noch ein bisschen rosa Garn. Ich muss es jetzt tatsächlich mal runterlegen.
Und man sieht jetzt natürlich noch ein bisschen rosa, aber damit will ich nur sagen, auf beiden Seiten ist er fast verschwunden. Man kann diesen Faden eigentlich, wenn man jetzt einen weißen genommen hätte oder bei hellem Garn auch einen beigen, und man würde das dann an allen Seiten zusammen machen und immer schön stramm ziehen, natürlich nicht so, dass die sich verziehen, dann würde man kaum etwas davon sehen. Man sieht jetzt hier ein bisschen, wie gesagt, weil es rosa ist, so wie man hier auch bei dem Ball sehen kann. Da unterläuft natürlich ein Faden. Man sieht hier, dass ich hier einen beigen Faden genommen habe, aber insgesamt achtet da nachher keiner drauf. Man kann das kaum sehen. Man sieht einfach nur diese beiden Maschen nebeneinander. Und in dieser Ecke hier habe ich auch einen hellen Faden genommen. Das sieht man. Aber wenn man mit ihm so knuddelt und spielt, das war's. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und ihr macht euch vielleicht auch so einen süßen kleinen Granny-Ball.